Eine Niederschrift der dunklen Jedi Souls of Sim aus dem Buch der Sith. Die dunkle Seite ist nicht stärker, sie brennt hell, aber lichtschnell. Mace Windu über Sins Philosophie. Souls of Sin war eine weibliche Jedi, die sich in der hundertjährigen Dunkelheit zu einer dunklen Jedi entwickelte. Als Jedi, die mit der Verbindung zur Republik nicht mehr einverstanden war, schloss sie sich unter der Führung von Ayuna Pal den dunklen Jedi an, welche während der hundertjährigen Dunkelheit versuchten, den Jedi-Orden zu stürzen und die Republik zu beherrschen. Sie fungierte als Alchemistin und führte Experimente mit biologischen Seuchen und dem Erschaffen von Monstern durch. Erstes Jahr im Exil, 3. bis 4. Monat. Verbannung und Ankunft. Ich bin keine Sith. In mir fließt nicht ihr Blut. Dennoch wurden wir nach unserer Ankunft bei diesen Wilden mit der Zeit zu ihren Herren. Wer stark ist in der Macht, muss stets nach höherem streben. Wir haben ihre Titel, ihre Kleidung und ihre Traditionen angenommen. Wir sind nicht länger aus der Republik verstoßene Jedi. Wir sind die Jen Jedi, die Lords der Sith. Wir trafen hier nach dem hundertjährigen Krieg ein, der fast ihren Jedi-Orden gestürzt hätte. Die Jedi waren so siegessicher, dass sie uns nicht hinrichteten. Mit der Spitze ihrer Lichtschwerter im Rücken führten sie uns an Bord der Galeone, die uns ins Exil bringen sollte, außerhalb der republikanischen Grenzen. Es gab 12 von uns, darunter einige hochrangige Anführer. General Ayunta Pal, Marquis Xoxan, Kommandantin der Schwarzen Legionen, Baron Draper, der einzig verbliebene Admiral unserer Flotte, Karnes Moor, dessen machtgeleitete Kampftaktiken uns vor der Falle bei Flufaka bewahrten, und ich, Sorsu Sin, Züchterin lebendiger Waffen und biologischer Seuchen. Weitere weniger nennenswerte dunkle Jedi fanden sich nur deshalb in unseren Reihen, weil sie den Krieg überlebt hatten. Der Krieg hat ein Jahrhundert lang zwischen dem in seiner Orthodoxie erstarrten Jedi-Rat und jenen gewütet, die ihn stürzen wollten. Als die letzten Überlebenden jener, die einen neuen Weg zur Macht anstrebten, wurden wir schließlich zum Opfer des militärischen Wütens der Jedi bei der Niederlage von Korbos. Die Bestrafung für unseren Hochverrat war, in unerforschte Gebiete verbannt zu werden. Doch unser Flug ins Unbekannte war nicht ohne Ziel. Jahrelang sammelte ich Informationen von Flüchtlingen und Gerüchte, stets auf der Suche nach Beweisen, dass das Königreich der Sith, reinblütigen Sith, existierte. Alles hat sich bestätigt. Nun gebieten wir über einen unerschöpflichen Quell an standhaften Kriegern und einen ungeahnten Reichtum an Wissen über die dunkle Seite der Macht. Wir herrschen über die Sith und werden eine Regentschaft der dunklen Seite errichten, um Jahrtausende des Unrechts zu überwinden. Aber ich bin die rechtmäßige Herrscherin, denn ich allein kann ihre Geheimnisse entschlüsseln und für Eroberungen nutzen. Ich sehe ein glorreiches Sith-Imperium vorher. Korbos war die finale Schlacht der hundertjährigen Dunkelheit, doch der Konflikt begann mit dem letzten großen Schisma. Die Historiker streiten sich, wie viele solcher Abspaltungen es bei den Jedi gab. Sicher ist, mit jeder wurde der Jedi-Rat und sein Würgegriff um die Macht schwächer. Die hundertjährige Dunkelheit war eine unabdingbare Revolte gegen die selbstgefälligen Jedi. In 20.000 Jahren hat sich der Orden kein Stück bewegt. Schon nach seiner Gründung auf Titan erkannten die Wissbegierigsten unter ihnen die Fehler ihrer Lehrer und es kam zum ersten großen Schisma. Damals ist ein Kashimir-Außenseiter namens Xendor einige Jedi an der hellen Seite dem Aschla zweifeln. Sie erkannten den Nutzen der dunklen Seite, des Bogan, und lösten die Fesseln, die ihre Meister um die Macht gelegt hatten. Xendors Gefolgsleute wurden seine Akolyten, die Legionen von Leto. Gewiss, die Jedi kämpften. Sie kämpften verzweifelt gegen eine Zukunft an,
in der ihnen niemand mehr folgt. So besiegten sie Xendor und seine Legion in der Schlacht von Columus. Das jedoch war nicht das Traurigste am ersten großen Schisma, sondern dass die Jedi nichts daraus lernten. Mithilfe der dunklen Seite hätten sie jenem Imperium vorstehen können, das die Legionen von Leto aufbauen wollten. Stattdessen folgten sie weiter antiquierten Pfaden und verbrähten ihre talentiertesten Mitglieder. Wir Verbannten stehen in der Nachfolge Xendors mutiger Häresie. Der Krieg, in dem wir kämpften und in dem viele unserer Anhänger starben, hätte verhindert werden können. Es waren die Jedi, die zu den Waffen griffen, damit wir nicht die Wahrheit über die Macht offenbarten. Indem wir mutig weiter in die Macht eintauchten, erlangten wir Kräfte, die kein Jedi je besaß, und Geboten über das Leben selbst. Ich war es, der die Leviathane erschuf, die die Barrikaden der Jedi bei Balmorra durchsprachen. Ich verlieh ihnen die Fähigkeit, Geister zu verschlingen und Lebensenergie in Blasen zu speichern. Die Leviathane, meine erlesenen Monster, waren der Höhepunkt nach den Torklern, Heuchlern und Grubenschrecken und all den anderen Ausgeburten, denen ich Gestalt verlieh. Die Jedi mieden diese Kraft, da sie jedwedem Fortschritt widerstanden. Sie verursachten das Schisma in den eigenen Reihen. Ehe wir den alten Orden nicht ausgelöscht haben, wird sich all dies ewig fortsetzen. Ich steuerte unsere knarrende Galeone durch den als stygische Caldera bekannten Hyperraumbrecher, was ohne den Einsatz der Macht unmöglich gewesen wäre. Daher haben Navigatoren auch nie eine richtige Route in den Sith-Raum gefunden, nur Blindsprünge. Wer wie ich stark in der dunklen Seite ist, spürt den Weg, wie ein Davlik den magnetischen Norden. Wir gingen auf Korriban nieder, der Welt, die für jene, die die Stimme der dunklen Seite vernehmen, am lautesten schreit. Auf Korriban begann die Geschichte der reinblütigen Sith, und hierher kehrten sie oft im Tod zurück. Wir traten aus der Enge unseres interstellaren Gefängnisses hinaus ins Licht einer unbekannten Sonne. Riesige, in Fels gehauene Grüfte umgaben uns. Der Sand war übersät von den Knochen tausender Könige. Die Sith hießen uns willkommen. Trotz unserer überlegenen Kräfte wurden wir aber nicht als Götter verehrt. Wir brauchten Wochen, um das Machtgefüge ihrer Kultur zu ergründen, es zu untergraben und den damaligen König auszuschalten. Ajunta Pal köpfte Hakagram Krausch und beanspruchte den Thron als Bluterbe von König Adas, und wir wurden seine Schattenhände. Von da an setzte ich es mir zum Ziel, die Sith, den Sith-Raum und die Schätze, die uns hier erwarteten, zu verstehen. Trapers Flottenerfahrung erwies sich letzten Endes als nützlich, als wir beide die lokalen Hyperraumstraßen kartierten. Wäre er doch nur bei der Verteidigung von Korbus so erfolgreich gewesen. Wir fanden die verschlungenen Hyperraumstraßen der stygischen Caldera, in der sich die Planeten des Sith-Imperiums befinden. Die Nage-Belfia-Route verbindet Siost, Cardelba, Relk, Krais und Korriban, die fünf heiligsten Welten der Sith. Siost war seit Urzeiten die Thronwelt der reinblütigen Sith. Hier errichteten wir unsere eigenen Paläste, um als Sith-Lords zu herrschen. Die Sith respektierten Stärke und dienten uns willig. Die reinblütigen Sith sind ein von Hunger, Zorn und der dunklen Seite angetriebenes Volk. Obschon sie von humanoider Gestalt sind, variiert die Farbe ihrer zähen Haut von blutrot bis dunkelviolett, und ihre Hände und Füße haben Krallen. Zwei fleischige Tentakel hängen von ihren Wangen oder Kiefern herab, zwei weitere von ihren Schläfen. Nach vielen Experimenten bin ich zum Schluss gelangt, dass ihr Blut genügend dem unseren gleicht, um mithilfe von Alchemie Kreuzungen zu gestatten. Draper hat ein Auge auf eine Sith-Priesterin geworfen. Er wird sich freuen, dass seine Blutlinie nicht nur fortgeführt, sondern geradezu erblühen wird.
Die reinblütigen Sith sind stark in der Macht, doch nicht so stark wie wir. Sie sind in primitivem Dasein verwurzelt, während wir einst die größten Jedi der Republik waren. Sie haben viele Geheimnisse entdeckt, die niemand sonst in der Galaxis kennt. Doch ihr starres Kastenwesen basiert auf Untertänigkeit und Bestimmung, was uns als ihren Herren entgegenkommt. Jene von uns, die mit Rang und Namen auf diese Welt kamen, bilden Sirs neuen Sith-Rat. Ayunta Pal ist unser dunkler Lord, der Jenari. So die Macht will, wird seine Regentschaft kurz sein. Ihre Priester, die Kisai, dienen uns und verehren uns als Halbgötter. Sie sehen Ayunta Pal als Manifestation von Thipoyem, dem linkshändigen Gott, an und können so leicht von uns beeinflusst werden. Ihre Ingenieure, die Zugurug, sind loyal, doch sie bauen viel zu viele Hügelgräber und zu wenige Schlachtschiffe. Ich muss Pal davon überzeugen, die Arbeiter anders zuzuteilen. Oder sein Titel muss mit Gewalt genommen werden. Unser größtes Gut sind ihre Krieger, die Masasi, die nichts weiter als schiere, lebendige Muskelmasse darstellen. Sie sind austauschbar, aber wir müssen mehr von ihnen züchten, wenn wir gegen die Republik vorgehen wollen, die uns erniedrigt hat. Die Sklaven, ein Gesindel verschiedener Spezies, werden abfällig Grotto genannt. Nach der Erfahrung mit dem Bann der Sklaverei durch die Republik ist es erfrischend zu sehen, wie die Schwäche Minderwertiger anerkannt und ausgenutzt wird. Sie mögen primitiv sein, aber den reinblütigen Sith gebührt Respekt. Nicht nur für ihr Geschick mit der dunklen Seite, sondern auch für ihre Kriegeslust. Die Zuguru-Kaste hat Belagerungsgeräte gebaut und sogar Technologien entwickelt, die das Herz eines Sterns zerreißen könnten. Meist stehen sich Kontrahenten im Sith-Raum jedoch Auge in Auge gegenüber, bevor sie zum Schlag ausholen. Ihre Waffen sind dabei ebenso kunstvoll gefertigt wie todbringend. Zum Beispiel das Sith-Schwert. Während wir Verbannte mit Lichtschwertern in der hundertjährigen Dunkelheit kämpften, haben die Sith machtverstärkte Waffen mit scharfen Klingen entwickelt, ähnlich den Schwertern der ersten Jedi auf Titan. Sie sind schwer und müssen zweihändig geführt werden. Es sei denn, man gehört zu den Größten unter den Masasi, die sie mit einer Hand führen. Die Schwerter können Plasmaladungen abwehren und einer Lichtschwertklinge standhalten. Jedes ist auch ein Speicher für die Energie der dunklen Seite. Dann gibt es das Sith-Kampfschwert. Dieser Doppelklingenstab ist schwer zu führen und wird selten an einfache Fußsoldaten ausgegeben. Ayunta Pal folterte Hakagram Krausch mit dessen eigenem Kriegsschwert, bevor er ihn exekutierte. Ich habe vor, das getrocknete Blut daran für meine Alchemie einzusetzen. Die Kampfwaffe der Masasi ist der Lan Varok. Wenn man mit ihnen ausholt, geben diese Fernwaffen einen Regen messerscharfer Scheiben ab. Die gepanzerten Soldaten von Domuru Gref tragen Lan Varok-Manschetten am linken Arm. Dann gibt es den Parang. Diese gebogene Klinge kehrt in die Hand des Werfers zurück, solange sie nicht im Schädel eines Feindes landet. Der Parang erinnert an Waffen, die in grauer Vorzeit von den royalen Macheteros von Kashimir getragen wurden. Zweifelsohne werden wir es noch verbessern können. Dann gibt es den Shika. Der Shika ist das Werkzeug eines Attentäters. Er kann die Länge eines Unterarms haben, aber leicht unter dem Gewand versteckt werden. Ein Ruck am Griff bricht die Glasklinge nach dem Zustechen ab und lässt die Wunde eitern. Das Sith-Gift ist eine weitere Waffe. Die Giftmischer von Maiki würden vor Neid toben. So gut haben die Sith diese Kunst gemeistert. Im Kampf überziehen sie ihre Klingen und Pfeile mit Gift. Auch die Trinkkelche von Rivalen wurden schon präpariert. Das Gift kann zu Schmerzen, Lähmung, Tod oder Blutrausch führen. Doch jede Generation muss ihr Gift verfeinern, um wachsender Immunität Rechnung zu tragen. Diese Nahkampfwaffen der Sith werden von den brutalen Masasi getragen.
Aber ihre Amulette erfordern mehr Können. Viele Kisalpriester tragen sie um den Hals, um ihre Verbindung zur dunklen Seite der Macht zu verstärken. Kleinere Amulette können Schutzschilde erzeugen, Wunden schließen, den Kampffokus schärfen und Stärke verleihen. Große Amulette hingegen sind unbezahlbar und oft einzigartig. Zunächst muss man das verführerische Lied des Amuletts überstehen. Wenn nicht, ist man auf ewig dem Wahnsinn der dunklen Seite erlegen. Viele von ihnen nenne ich selbst mein eigen, aber es treibt mich um, dass noch so viele mehr in den Gräbern von Korriban liegen. Von den mir bekannten Amuletten sind dies die mächtigsten. Das Sith-Avatar. Gäbe es dieses Relikt nicht, hätte ich nicht so schnell die Sith-Sprache erlernt. Der Avatar übersetzt jede gesprochene oder geschriebene Sprache und macht den Träger empfänglich für das verrücktmachende Gerede von Geistern. Das Joch des Anscheins. Diese goldene Armatur verbrennt die Haut, erzeugt aber eine Illusion, durch die der Träger in jeder gewünschten Gestalt erscheint. Ich wollte diesen Schatz studieren, doch Xoxan beanspruchte das Joch für sich. Das Herz von Grausch. Der tote König Dartha Grausch ersetzte sein eigenes Herz durch diesen faustgroßen Rubin, der die Seelen seiner Gegner enthielt. Zusammen mit dem Helm von Grausch gebietet der Träger über die Naturgewalten. Die Meditationssphäre. Dieses raumtaugliche Fahrzeug der Sith ist kein Amulett, das man tragen kann oder eines, das einen Besitzer umgibt. Die arkane Geometrie des Innenraums kann die Zauber des Passagiers tausendfach in jede Richtung verstärken. Und dann noch der Mu'ur-Talisman. Karnes Mu'ur gab ihn bei mir in Auftrag, aber der Triumph soll mein sein. Meine Experimente mit dem Herz von Grausch und meine Erfolge bei der Zucht von Sith-Brut werden mit dem ersten von einem Lord der Sith getragenen großen Amulett ihren Höhepunkt finden. Seine Kraft wird die geistig Schwachen in brüllende Rakuls verwandeln, die dem Willen des Trägers folgen. Sollte dieser im Kampf fallen, wird es seinen Geist bewahren. Karnes wird das erste erhalten, doch ich werde mehr als ein Amulett erschaffen. Das zweite bekommt Draper, damit die beiden Narren sich unaufhörlich bekämpfen können. Das dritte aber wird viel mächtiger sein. Und es wird nur mir gehören. Zweites Jahr im Exil, 7. bis 9. Monat. Reinblütige Sith sind von Natur aus mit der dunklen Seite verbunden. Ich kann es nur betonen, denn dieser Umstand wird uns im Exil weitaus stärker als jemals zuvor werden lassen. Ich habe schon immer Gerüchte über geheimnisvolle Welten verfolgt, aber eine ähnliche Spezies wie diese ist mir nie untergekommen. Die Sith hatten 1000 Generationen, um die dunklen Künste zu perfektionieren. Die Zikkurate aus Stein und in die Felswände gehauenen ernsten Gesichter sind mehr als nur Königsgräber. Wenn man im Zentrum dieser mystischen Bauwerke steht, spürt man einen Windhauch und ein Kribbeln von Elektrizität. Die Winkel dieser Mausoleen bündeln die arkanen Machtenergien. Auf Korriban, einem Planeten, der nur aus Grabmalen besteht, strahlt sogar der Staub Machtenergie aus. Das Tal von Golg wird von Monumenten gesäumt, die schon standen, bevor die Zelle über Coruscant marschierten. Kurz nach unserem Umzug nach Ziost kehrte ich mit einer kleinen Gruppe von Priestern und jeder Menge Sklaven nach Korriban zurück, um die Grüfte zu plündern. Als wir unser erstes Ziel, das Kloster von Belios Torment, betraten, bemerkte ich, dass die Gänge mit Pfeilwerfern gespickt waren und die Säulen beim leisesten Fußtritt umstürzten. Ich verlor 2 Sklaven, doch ihre Leichen werden kaum auffallen. Zusammen mit den toten Lords wurden auch die ausgedörrten Leiber ihrer Diener mit im Grab eingeschlossen. Als wir die äußeren Gänge überwunden hatten, fanden wir im Inneren den Sarkophag des Herrschers inmitten eines Energiezentrums. Am Ende des 7. Tages, langsam gingen uns die Sklaven aus,
drangen wir das Allerheiligste von Sacra Clar ein. Diese Gruft war offenbar seit ihrer Versiegelung vor über 10.000 Jahren unangetastet geblieben. Sie strotzte nur so vor Wundern. Hier fand ich Schriftrollen über Sith-Alchemie. Ich stieß auf den konservierten Körper eines Tarantatec. Ich verlor 6 weitere Sklaven an ein gieriges Tukata-Rudel. Und am eindrucksvollsten, ich fand das Holokron von König Nagru. Ja, es gibt Holokrone im Sith-Raum. Sith-Holokrone gleichen in technischer Hinsicht den Jedi-Holokronen der Republik, aber sie verfügen über Verbesserungen der dunklen Seite, durch die sie ihnen deutlich überlegen sind. Gelehrte wissen, dass ein Holokron aus Kristallgittern besteht, die nahezu unbegrenzte Mengen wertvoller Daten speichern können. Diese Matrizen können nur durch präzise Anwendung der Macht ausgerichtet werden. Ist es fertig, haben nur andere Machtnutzer Zugriff darauf. Um die Geheimnisse eines Holokrons zu ergründen, muss man mit seinem Torwächter sprechen, einem holographischen Echo des Erbauers, dem ein Teil von dessen Geist innewohnt. Ein Holokron zu konstruieren kann Monate dauern und ein einziger Fehler lässt das Gerät zu Staub zerfallen. Auch die Jedi wissen all das. Ich vermute, die reinblütigen Sith haben ihr erstes Holokron gebaut, nachdem sie den alten Rakata-Eroberern das Geheimnis entrissen haben. Somit könnten es auch die Jedi einfach den Rakata nachgemacht haben. Aber Sith-Holokrone sind etwas Besonderes. Ihre Form gleicht einer Pyramide, keinem Würfel. Um die Kräfte aus den Sith-Gräbern und der gesamten Sith-Kultur nachzuahmen, ihr Äußeres ist mit Hieroglyphen versehen und stilisierte Figuren bilden ein magisches Siegel, das Unwürdige mit Flüchen belegt. Der zentrale Kristall ist rauchfarben und sowohl Energiequelle als auch Speicherort für den Datengeist des Torwächters. Der Geist des Erbauers muss in einem Machtritual, dem Ritus des Beginns, mit diesem Schlussstein verankert werden. Die Zerstörung des Schlusssteins wird den Torwächter befreien. Und man sollte besser fliehen, als sich einem rachsüchtigen Geist entgegenzustellen. Im Nagru-Holokron erfuhr ich in einem Ausmaß von der Geschichte der reinblütigen Sith, wie sie aus den mündlichen Überlieferungen und Schriftrollen nicht bekannt ist. Dieses kriegerische Volk ist der lebende Beweis, dass die selbstgerechten Jedi ein falsches Bild der dunklen Seite haben. Die Sith töten, wüten und hassen, doch ihre Gesellschaft zerfällt nicht, sie floriert. Über 3 Jahrtausende vor Gründung der Republik erhob sich ein erstaunlicher Sith namens Adas. Er hatte eine glänzende schwarze Rüstung und in jeder Hand eine Streitaxt. Wenn Adas brüllte, eilten andere Sith ihm zur Seite oder flohen vor Angst. Er versklavte die Narren und richtete die Idealisten hin. Wenn Krieger ihn herausforderten, trank er ihre Blutsuppe, um ihren Tod zu ehren. Er übernahm die Führung, einte die zerstrittenen Sith und wurde ihr Herrscher, König Adas. Die Herrschaft der Axt dauerte 3 Jahrhunderte, in denen Adas seine Lebensenergie mithilfe der dunklen Seite erhielt. Er wurde als der Sith-Ari, der Gott der Sith, verehrt. Erst als die Rakata-Eroberer eintrafen, fand er sein Ende. Doch selbst im Tod errang er einen letzten Sieg für die Sith, indem er die Rakata zurückschlug. Die Technologie der Rakata erlaubte es den Sith, ihren Einfluss auszuweiten und jene Planeten für sich zu beanspruchen, die die dunkle Faust des Sith-Raums bildeten. Man folgte fortan, ganz in Adas Sinne, einem simplen Prinzip. Ein starker Herrscher verleiht dem Imperium Kraft. Dem Holokron zufolge nutzten die Nachfolger von König Adas ihre Macht, um Welten jenseits von Korriban und Zeus zu erobern. Der Sith-Raum ist abgelegen, aber nicht unerreichbar. Dennoch weiß die Republik nichts von diesem Reich schwarzer Magie. Die Sith haben Narben hinterlassen, die jeder versteht. Jeder, der nicht an die Lüge von Stärke durch Toleranz glaubt.
Die Zusammentreffen mit den Ansati und Rakata zur Zeit von König Adas zeigten den Sith, dass die Macht nicht nur ihnen Leben geschenkt hatte. Es verletzte ihren Stolz und machte sie zornig. Die Masasi wurden auf die Nachbarwelten losgelassen, um alles Leben auszulöschen und das Sith-Imperium zu vergrößern. Haben die Wesen dort ihren Pazifismus bedauert? Bereuten sie ihre Gesellschaftssysteme, die ihnen keinen Schutz boten, als man ihre Häuser niederbrannte? Ihre toten Zungen verraten es nicht. Die Sith erreichten andere Welten, auch außerhalb der stygischen Caldera. Tund wurde zum Gefängnis für Ketzer. Arorua beherbergte Monster, die auf Sith-Zauberei zurückgingen. Und Malakor und Thule waren stark befestigte Bollwerke gegen Angriffe von jedwedem Feind. Sie werden uns als perfekte Ausgangspunkte für die Rückeroberung der Republik dienen. Seit ich dies weiß, habe ich nach eroberten Sith-Welten gesucht, um Informationen zu sammeln. Unsere Überfälle sind der Beweis. Die Anführer der Republik sind blind. Als ich erstmals einen gefesselten Dredos erblickte, vertiefte ich mich noch weiter in die Sammlung wurmzerfressener Sternkarten. Ich konnte belegen, dass die Sith tatsächlich die republikanische Welt Dredos angegriffen hatten. Doch der genaue Zeitpunkt bleibt unklar. Sie fielen über Quermia und Felucia her. Und Welten wie Gant und Florn sind Kundschaftern und Schmugglern ein Begriff. Ich sah viele Beweise dafür. Die aschebeschmutzten Sklaven an den Schmiedeöfen waren mir zuvor kaum aufgefallen, aber da waren sie. Ein breitschultriger Hörklick, der auf Zios den Blasebalg bedient, ein humpelnder Molissi auf den Vollengei beim Schleppen von Steinen, fast nicht zu erkennen unter seinen rußgeschwärzten Federn. Ein Mensch auf Trom und Kars, fast bis zur Unkenntlichkeit abgemagert. All dies Wesen, wie man sie auf jedem Markt auf Coruscant hätte treffen können, und auch sie erkannten mein vertrautes Gesicht. Ihr Flehen und Wehklagen verstummte erst, als ich in meinen Palast zurückkehrte und die Tür verriegelte. Kriegsbestien. Das Holocron verriet bereits eine Menge über die Erschaffung von Kriegsbestien. Doch die Zuchtstätten auf Ziost boten einen viel direkteren Einblick. Was für eine Freude, unter Gleichgesinnten gelandet zu sein. Bei den Kissai gibt es den Ninush Wotzakut, was so viel heißt wie Knüpfer von Eingeweiden. Dank Alchemie und Manipulation bei der Zucht schenken sie vielen hungrigen Kreaturen das Leben, die für die Sith ackern und töten. Die Siloth sind mutierte Käfer. Vor langer Zeit setzten die Sith sie überall auf Kalzonor aus. Das Klacken ihrer Mandibeln wurde zum düsteren Trommelschlag. Diese panzergroßen Aasfresser sind noch immer auf dem Planeten zu finden, wo sie in den verfallenen Städten ihre zersetzende Säure versprühen. Die Sith halten für einen weiteren Einsatz einige in Reserve. Im selben Krieg, der die Siloth hervorbrachte, kamen auch erstmals Kriegsvögel und Kriegsbehemoths zum Einsatz. Noch heute sind die Kriegsvögel eine Hauptstütze der Masasi-Infanterie. Sie werden als Angriffsreittiere benutzt, die feindliche Soldaten mit dem Schnabel in Stücke reißen. Die gigantischen Behemoths dienen als Truppentransporter und wandelnde Waffenplattformen. Die Tukata, genannten Wachtiere, beschützen die Grabstätten davor, entweiht zu werden. Sie verfügen über enorme taktische Intelligenz und können jahrhundertelang leben, ohne zu fressen. Ich wäre in Hinkruts Gruft gestorben, hätte ich den Tukata keinen Sith-Sklaven vorgeworfen. Die Sees genannten Drachen der dunklen Seite zehren von Wut und geben ein Gift ab, das Opfer nach einem Biss mit Blutrausch infizieren kann. Die Jungen der Bestien sind herrlich. Sie krabbeln erst aus ihren Schalen, nachdem eine Reihe von Anhängern der dunklen Seite in ihrer Nähe ermordet wurde. Zu den jüngeren Schöpfungen der Kisai zählt der Terentetek. Was für ein Wunder purer Gefräßigkeit. Er ernährt sich von machtreichem Blut und jagt daher nur reinblütige Sith.
Diese setzen ihn gegen ihre Feinde ein, fürchten jedoch den unausweichlichen Gegenschlag. Ein kurioses, zweiköpfiges Reptil wurde kürzlich aus den Resten von 10.000 Opfervögeln geboren. Es besitzt einen Schwanz mit Giftstacheln. Ich habe es als Kampfhydra klassifiziert, muss ihm aber noch einen richtigen Namen geben. Einige Besten wie meine Leviathane und Chrysaliden dienen dazu, feindliche Festungen einzureißen. Diese Sith-Bestien sind geradezu perfekt. Ich weiß nicht, aus welchem Tier die ersten produziert wurden, aber unsere Chrysaliden hier bestehen nur aus Zähnen, Krallen, Muskeln und Sehnen. Zu den Stützen der Sith zählen auch die Kriegswürmer. Ich erkenne diese Kreatur von Flawn an der Form der Belagerungswaffe. Sie ist nun so groß, dass sie sich über die höchsten Türme Coruscants erstrecken könnte. Wie gern würde ich eine gegen den Jedi-Tempel einsetzen. Keine dieser Kreaturen ist naturgewollt. Sie werden wegen ihrer extremen Gestalt gezüchtet. Doch Zucht hat Grenzen und dauert mehrere Generationen. Die Alchemie dagegen ist schnell und ewig. Ich war die Größte unter den Meisterbeschwörern, die in der hundertjährigen Dunkelheit kämpften. Inspiziert wurde ich von Träumen und Gerüchten, doch erst jetzt weiß ich, dass es schon immer der Ruf der Sith war. Sith-Alchemisten hatten eine Ewigkeit, um ihre Kunst zu perfektionieren. Und jetzt teile ich ihr Wissen. Sith-Alchemie lässt sich auf Lebendes und Nichtlebendes anwenden. Beides ist eine eigene Studienrichtung, wobei Letztere sich besser für neue Schüler eignet. Alchemie an Nichtlebenden ist weitaus einfacher, weil einem keine lebendigen Zellen Widerstand leisten. Man nutzt sie, um Amulette zu erschaffen und Waffen zu verstärken. Jedes Objekt, das mit Alchemie in Kontakt kommt, wird selbst machtsensitiv und bewahrt für immer ein Abbild seines Schöpfers. Alchemie an Lebendem ist etwas für Meister. Die Machtenergie des Wesens wird gegen die Veränderung ankämpfen. Indem man die Gestalt fortwährend neu formt, erhält man einen Leviathan. Alchemie ist mein Metier, und doch haben die reinblütigen Sith ein ganz neuartiges Verständnis für die Manipulation der dunklen Seite. Ich suchte nach den Geheimnissen der Beschwörungen in meinem gestohlenen Holocron, doch sein Wächter war neidisch. Ich spannte mein Netz weiter und stieß im blutigen Schlamm des Mongrel-Altars auf Schriftrollen. Sie waren hinter einem Wandbild von König Adas, am ewigen Feuer, neben der kopflosen Leiche von Wirmuk, dem Unsterblichen, versteckt. Das Lesen einer dieser großartigen Rollen entfesselte einen Fluch. Je länger ich gegen Angst, Blindheit und Verflüssigung ankämpfen muss, desto wertvoller sind die Informationen der Schriftrolle. Es genügt nicht, einfach die Macht zu benutzen, wie es die Jedi lehren. Rituale verleihen Beschwörungen mehr Kraft. Lerne die Zaubersprüche, sage sie voll Überzeugung auf und webe die unsichtbaren Fäden der Macht mit Gesten. So habe ich die Welt auf eine Weise verändert, von der meine Lehrer nie geträumt hätten. Worte haben Macht. Die Sith-Schriftrollen beweisen es. Beim Lesen entfalten sie ihre Bosheit als Schutz vor jenen, die ihnen Geheimnisse entlocken wollen. Besser Hunderte mit einem Fluch erblinden lassen, als nur einem Narren zur Macht zu verhelfen. Die in der alten Sith-Sprache beschriebenen Fähigkeiten sind neu und erstaunlich. Es ist klar, dass die Jedi in all der Zeit, seit sie Titan verließen, nie den Wert von Beschwörungen schätzten. Wenn ein Sith-Zauberer spricht, so verleiht er den 1000 Magiern, die ihm vorausgingen, eine Stimme. Mit den richtigen Kommandos und Methoden kann die dunkle Seite gezügelt und jeden Pfad entlang geführt werden, die einem beliebt. Sith-Zauber, die laut ausgesprochen werden müssen, werden in der Sith-Sprache niedergeschrieben und daher auch so vorgetragen. Aber Achtung, es handelt sich mehr als nur um reines Aufsagen.
Die Betonung muss exakt und voller Hingabe sein. Wer zögert, auf den kann der Zauber selbst zurückfallen. Die meisten Beschwörungen haben ein spezielles Versmaß und einen Reim, so dass man sie nicht verändern darf. Die komplexesten unter ihnen entfesseln Zauber von vulkanischer Stärke. Zaubersprüche vorzubereiten und aufzusagen nimmt Zeit in Anspruch. Daher sind sie mitten im Kampf eine Herausforderung. Sylph-Könige halten ihre besten Hexenmeister oft vom Schlachtfeld fern und platzieren sie auf hohen Brüstungen, von wo aus sie Flüche auf die feindlichen Legionen herniederprasseln lassen. Die Wirkungskraft von Beschwörungen kann durch Amulette und Runengewänder verstärkt werden. Sogenannte Überwürfe des Frosts sind mit Flüchen beschrieben und entziehen der Mumie diese Umhüllenkraft. Über 100 Jahre wächst diese Kraft an und taucht in die dunklen Energien der Mumie ein. Die Sylph-Philosophie lässt sich mit einem Kodex auf den Punkt bringen. Auch die Jedi haben einen und wir Verbannte kennen ihn gut. Doch er ist unzulänglich und voller Halbwahrheiten. Die reinblütigen Sylph benötigen kein Mantra, um an ihre Lebensweise erinnert zu werden. Sie nehmen sich, was sie kriegen können, töten, wen sie nicht brauchen, und die Stärksten führen sie an. So leben sie vor, was die dunkle Seite bewirken kann. Ihr Beispiel lehrt uns einiges. Wenn wir einen Sylph-Kodex niederschreiben müssten, hätte er die Schwächen der Jedi-Überzeugung zu entlarven und den Pfad zu wahrer Meisterschaft der Macht zu weisen. Es ist klar, dass Furcht zu Wut führt, Wut zu Hass, Hass zu Stärke und Stärke zum Sieg. Zorn, der durch Wut kanalisiert wird, lässt sich durch nichts aufhalten. Die verbreitete Ausgabe des Kodex von Meister Simicati legt den Jedi-Kodex wie folgt dar. Es gibt keine Gefühle, es gibt Frieden. Es gibt keine Unwissenheit, es gibt Wissen. Es gibt keine Leidenschaft, es gibt Gelassenheit. Es gibt kein Chaos, es gibt Harmonie. Es gibt keinen Tod, es gibt nur die Macht. Dieser Kodex engt seine Anhänger ein. Frieden, Gelassenheit und Harmonie stehen alle für ein und dasselbe. Die stillschweigende Akzeptanz von Beschränkungen. Die Jedi fördern dies. Doch Leidenschaft wird obsiegen. Für das Imperium auf Zeost werden unsere Nachfolger dem Sith-Kodex treu bleiben. Frieden ist eine Lüge. Es gibt nur Leidenschaft. Durch Leidenschaft erlange ich Stärke. Durch Stärke erlange ich Macht. Durch Macht erlange ich den Sieg. Durch den Sieg zerbersten meine Ketten. Die Macht wird mich befreien. Ich kenne den Jedi-Mythos von Mortis, vom Auserwählten, der die dunkle Seite vernichtet und der Macht das Gleichgewicht bringt. Die Sith haben auch eine Prophezeiung. Seit Adas Zeiten künden sie vom Kommen eines perfekten Wesens, des Sith Ahri. Der Avatar um einen Hals übersetzt den Begriff als Oberlord. Es ist jedoch treffender, den Sith Ahri als einen Gott zu betrachten, wie die reinblütigen Sith es tun. Einige Kisai-Priester denken zwar, dass die Prophezeiung mit Adas begann und endete, aber viele anderen erwarten die Rückkehr des Sith Ahri. Uns ist klar, dass auch wir uns mit dem Mantel des Sith Ahri schmücken könnten und so noch mehr Macht über den Sith-Raum hätten. Doch so etwas könnte unter Abergläubigen für Unruhe sorgen. Selbst Ayunta Pahl ist nicht so unvorsichtig. Die Prophezeiung des Sith Ahri wurde mündlich überliefert. Sie ist zu heilig, um sie auf Pergament niederzuschreiben. Von den Kisai kenne ich jedoch ihren Kern. Der Sith Ahri wird keine Grenzen kennen. Der Sith Ahri wird die Sith anführen und sie zerstören. Der Sith Ahri wird die Sith vom Tod auferstehen und stärker als zuvor werden lassen. Ich bewundere den ersten Satz.
Denn das Zerbersten von Ketten ist der Kern der dunklen Seite und die Grundlage meines eigenen Sith-Kodex. Fortschritt durch Opfer und Wiederauferstehung kommt jenen entgegen, die Zucht und Alchemie schätzen. Ich habe nie auf Wahrsagerei gebaut, doch ich bin sicher, dass die Macht mich hierher geführt hat. Vielleicht bin ich der Sith-Ari.